Eloy de Jong, bekannt geworden ist der Niederländer in den 90er Jahren als Mitglied der Boyband Caught in the Act. Seit ein paar Jahren macht er Solo-Musik und er hat jetzt einen Song seinem verstorbenen Sohn gewidmet. Der ist bereits vor 9 Jahren gestorben, aber der Schmerz sitzt immer noch tief. Eloy de Jong hat sich in Leipzig einen ganz besonderen Ort ausgesucht, um über seinen verstorbenen Sohn zu sprechen. Hier auf dem Südfriedhof fühlt sich der 47-Jährige fast so wie dort, wo sein Sohn Milon in den Niederlanden begraben liegt. Es gibt immer so eine Ruhe. Man spürt die Liebe, denke ich. Man spürt auch das Verlieren. Aber es ist nicht so, dass wenn ich auf einen Friedhof laufe, dann nur dann, dass ich mich erinnere an Menschen, die von uns gegangen sind. Unser Sohn liegt auch auf einem Friedhof in der Nähe, wo wir auch wohnen. Und ja, wir besuchen das auch gerne. Mit seinem Partner Ibo und einer befreundeten Leihmutter erwartete Eloy de Jong 2011 Zwillinge. Das Paar kaufte bereits alle Babysachen doppelt und freute sich auf die Geburt eines Jungen und eines Mädchens. Doch völlig unerwartet setzten in der 23. Schwangerschaftswoche die Frühwehen ein. Milon kam zur Welt, starb jedoch wenige Stunden nach der Geburt. In seinem Buch beschreibt Eloy detailliert, wie dramatisch er diese Stunden erlebt hat. Und das Traurige ist, er hat dann noch fünf Stunden gelebt. Also das war natürlich ein Albtraum. Wir sind dann aufgestanden, Ibo und ich, und sind einfach nach draußen gegangen und gelaufen und fast nichts gesagt, nur versucht, irgendwie so etwas zu verarbeiten. Doch das zweite Kind war noch im Bauch der Mutter und darauf setzten die drei Eltern nun ihre ganze Kraft. Indy kam kurze Zeit später. Das Frühchen musste im Brutkasten aufgepäppelt werden. Sie schaffte es zum Glück und ist heute der ganze Stolz von Eloy de Jong und seiner Regenbogenfamilie. Ja, wir haben es geschafft, dass Indy noch eine Woche länger im Bauch geblieben ist. Also das war ihre Rettung. Also wenn man irgendwie nach Verarbeitung sucht, sehen wir es auch manchmal so, dass eigentlich Milon Indy gerettet hat. Und Eloy de Jong hat seinem Sohn ein Lied gewidmet. Darin erzählt er nicht nur seine Geschichte, sondern gibt im Musikvideo auch anderen Menschen die Möglichkeit, an ihre verstorbenen, geliebten Menschen zu erinnern. Es gibt mir Kraft und gibt mir Hoffnung und es macht das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher zu verarbeiten, dass auch zum Beispiel bei Milon sein Leben nicht umsonst war. Und das bekomme ich so viel zurück von Eltern, von anderen Sternenkindern. Milons Geburtstag ist gleichzeitig auch sein Todestag. Doch an diesem Datum im Sommer feiert Eloys Familie das Leben des Jungen mit einem fröhlichen Fest. Denn Milon ist und bleibt ein Teil der Familie.